Willkommen in der Pre-Zero Arena. Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu diesem Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß, ich werde das Ganze mit dem Kollegen Frank Buschmann kommentieren und wir zeigen heute ein Spiel aus der Bundesliga. TSG Hoffenheim gegen Hertha BSC. Ein spannendes Ligaspiel also, Wolf. Beide wissen, worum es geht, gerade gegen diesen Gegner. Und das merkt man auch, wenn man die Fans beobachtet. Eine extreme Erwartungshaltung vor dieser Partie. Wie ist dein Eindruck von der Heimmannschaft, Buschi? Ganz solide gehen sie in dieser Saison die Partien an. Derzeit haben sie mit dem Abstiegskampf nichts zu tun. Im Gegenteil, wenn alles passt, könnte es vielleicht eher sogar nach oben gehen. Schauen wir mal auf die Aufstellung von Hoffenheim. Bei ihnen wird heute sicher viel über die Außen gehen. Das bietet sich beim 4-3-3 an, vor allem wenn die Außenstürmer wirklich an der Linie draußen bleiben. Also sie wollen das Spiel breit machen. Hier ist die heutige Aufstellung von Hertha BSC. Torwart ist Rune Jahrstein. Per Schellbrett steht mit Santiago Ascasiba im Zentrum. Und sie starten nicht so offensiv, vorne nur ein Stürmer. Naja, aber wenn aus dem Mittelfeld Unterstützung kommt, dann kann das klappen. Lukas Klünter. Schellbrett. Schellbrett. Javairo Dilrosun. Sie suchen die Lücke. Gut gemacht, gutes Tackling. Viel mit Auge. Die Gefahr erstmal wieder bereinigt. Oh ja, super den Einwurf verarbeitet. Kaderabek. Rudi. Kramaric. Gefährliches Anspiel. Da war mehr drin, denke ich, aber geklärt. Die Hertha ist natürlich immer wieder so eine Art Wundertüte, Buschi. Was wird es denn jetzt auf Dauer? Mittelfeld oder vielleicht doch mehr? Sagen wir mal, sie sind auf einem guten Weg. Wichtig wird sein, da Konstanz reinzubringen, personell und von der Gesamtstrategie her. Marco Grujic. Dodi Luke Bacchio. Jede Menge Platz auf dem Flügel. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Jetzt kann er flanken. Gut abgefangen, dieser Ball. Santiago Ascasiba. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Was macht er draus? Schön dazwischen gegangen. Kramaric. Klasse Vorstoß, da müssen sie aufpassen. Der Einwurf für Hoffenheim. Dabur. Und abgepfiffen. Abseits. Aha, das war knapp. Bah, das war knapp, aber ich glaube, er lag damit richtig. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Hier das Bebu. Macht er gut. Jetzt die Möglichkeit. Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Marco Grujic. Javairo Dilrosun. Gefährlich! Gut gemacht da draußen. Ja, mit viel Übersicht. Gute Chance. Ist es das? Die Jahrstein-Held-Szene geht weiter. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Fairer Einsatz hier. Schöne Aktion. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich.
Kurze Ecke jetzt. Schierbrett. Santiago Ascasiba. Das war keine Herausforderung. Den hält er mühelos. Und hier wird es jetzt 2 Minuten Nachspielzeit geben. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. So, jetzt ist erstmal Pause. Steht hier noch 0:0. Ich bin gespannt, ob ihr ein Team in der zweiten Hälfte noch mal mehr ins Risiko geht. Die Hertha mit dem Anstoß. Wir gehen rein in die zweite Hälfte. Santiago Ascasiba, Marco Grujic, Schierbrett. Pass wird abgefangen, aber das war auch wirklich kein gutes Zuspiel. Super dieses Zuspiel. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Parade von Jahrstein, weiter geht's. Er ist da und kann den Ball hier klären. Ja, da ist Platz jetzt. Und abgefangen vom Verteidiger, diese Hereingabe. Ecke in die Mitte. Jetzt ist es gefährlich. Santiago Ascasiba. Marco Grujic. Voller Einsatz. Schuss geblockt. Sie verlieren den Ball. Was macht er draus? Den Versuch setzt er doch ein paar Meter neben das Tor. So, und jetzt reicht der Unparteiische dem Spieler noch die gelbe Karte hinterher. Er wollte einfach den Vorteil abwarten. Macht das genau richtig. Sie müssen wechseln. Der Spieler ist verletzt und kann nicht weiterspielen. Schade für ihn. Mal sehen, ob ihn der neue Mann adäquat ersetzen kann. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Ja, könnte was werden. Das könnte vielleicht was werden. Chance zur Führung. Das ist schade, er wäre durch gewesen. Aber so wird abgepfiffen, abseits. Wir sehen einen Wechsel bei Hoffenheim, Buschi. Ja, soll noch mal ein neuer Impuls von der Bank kommen. Ich sehe Bewegung auf der Bank, es gibt gleich den Wechsel. Das war sauber, er holt sich den Ball. Boyata. Ja, da machen sie super Druck. Ball ist weg. Hübner. Rudi. Der Ballverlust. ...20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Die Fans hoffen jetzt natürlich auf den späten Siegtreffer. Lukas Günther. Das könnte die Chance werden. Da kommt die Hereingabe. So, endlich. Tor 1 in diesem Spiel. Lang genug hat es gedauert. Ja, die Fans waren schon ungeduldig. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie sich dieses Spiel noch entwickelt. In dieser Szene zeigt er all sein Können. Den Ball holt er sich direkt aus der Luft. Ein absolutes Klasse-Tor. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Jetzt soll die Führung verteidigt werden. Ein neuer Mann kommt in die Partie. Sie sind jetzt also in Führung. 1:0. Ballverlust. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Da kommt der Pass.
Schaut sich um, wo ist vielleicht die Lücke? Was für eine Aktion! So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat! Lukas Klünter. Marco Grujic. Es funktioniert scheinbar alles heute bei ihm, Buschi. Ja, zumindest fast alles. Eine wirklich gute Partie. Mit diesen Fans im Rücken geht jetzt vielleicht noch mal was, oder Buschi? Ich glaube auch, das könnte hier noch mal eine ganz, ganz enge Kiste werden. André Kramaric. Ganz stark abgeblockt. Ah, oh, er kann klären. Mit der Führung im Rücken kommt jetzt die Auswechslung. Dennis Geiger. Dabur. Hereingabe in die Mitte. Gut aufgepasst vom Torhüter. Den Ball hat er. Matheus Cunha. Sie verlieren den Ball. Ja, das könnte ihre letzte Chance sein, hier zumindest noch auszugleichen. Marco Grujic. Mittelstädt. Und das war's. Das Spiel ist beendet. Sie verlieren das heutige Spiel. Was waren die Gründe aus deiner Sicht? Na, zum einen natürlich mal ein starker Gegner. Dann war es nicht ihr bestes Spiel. Da kommt immer ein bisschen was zusammen, Wolf. Schöne Aktion. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Jetzt wird's gefährlich. Das könnte die Chance werden. Da kommt die Hereingabe. So, endlich. Tor 1 in diesem Spiel. Lang genug hat es gedauert. Ja, die Fans waren schon ungeduldig. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie es...